Leute, ich bin Bimo und wir spielen heute eine neue Runde Notruf Hamburg. Heute sind wir im Alleingang als SEK-Beamter unterwegs. Ja, Leute, vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. So, Freunde, wir haben auch schon direkt unseren ersten Einsatz. Ich höre auch schon ganz viele Schüsse. Okay, ich kann nur noch nicht ganz... warte mal, der will... Nein, der ist einfach entkommen jetzt. Stopstick. Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh Mann, jetzt muss ich hinterher, oder? Soll ich erstmal hier die Lage checken? Oh, ich glaube, die sind schon alle weg jetzt. Ist natürlich doof. Oh, warte, der hat da hinten Halt gemacht. Oha. Oh nein, der ist ins Wasser gesprungen. Ich spring einfach hinterher jetzt. Den krieg ich jetzt. Die Unterwasser-Action sogar. Boah. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal... Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich hab ihn. So, und jetzt schön festnehmen. Und tada, ich habe einfach einen festgenommen schon wieder. Boah, mein Auto ist jetzt aber ein bisschen weit weg. Jetzt muss ich erstmal hier drumherum laufen. Also noch habe ich den nicht festgenommen. Falls hier einer kommt und mich schlägt oder abschießt, wird das ein bisschen stressig. Aber ich sehe, der ist offline. Okay, alles klar. Versuchte Festnahme gelungen. So, aber ziemlich viel Polizei hier unterwegs im Allgemeinen. Hey, der hätte mich ruhig mal ein bisschen kurz mitnehmen können. Jetzt muss ich warten. Will jetzt nicht, wobei ich habe 12 Energy Drinks. Ja, komm. Kann ich auch mal einen davon verwenden jetzt hier. So, Leute, da haben wir jetzt auch schon direkt den nächsten Einsatz. Hey, vorsichtig. So, und zwar geht da, glaube ich, richtig was ab. Und zwar haben ganz viele Officer nach Verstärkung gerufen und ganz viele nach... Hey, was ist das denn? Der heißt einfach Lami, ist dumm. 13. Einfach ein Lami-Hater hier auf dem Server. Oha. Okay, ich glaube, da hinten ist schon... Ist ein Polizist? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Oh. Ausprobieren. Okay, das hat leider schon mal nicht geklappt. Die schlagen sich. Aber keiner von denen wird gesucht. Okay, dann nicht. Ich wollte gerade in den Bugatti steigen, weil ich dachte, das wäre meiner. So, na dann wollen wir wieder weiter. Ah, warte mal. Jetzt schon wieder. Ah, nee, das ist noch ein bisschen weiter. Ich höre auch die ganze Zeit Schüsse noch. Das hier vorne beim Juwelier. Ja, genau. Oh. Ganz gefährlich. Warte mal. Warte mal. Okay. So, den einmal aussperren. So, oh nein, der ist dem Gatsi gestiegen, glaube ich. Ah, verdammt. So, jetzt kriegt er noch verhaftet. Ah, doch nicht. Oh, ganz knappe Geschichte. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Nein, jetzt kommt mir die ganze Zeit. So, ja, jetzt habe ich ihn. Sehr gut, sehr gut. Na also, warum nicht gleich so? Ist der offline gegangen? Ich glaube, der ist offline gegangen direkt. Weil ich schon wieder Punkte bekommen habe. Mann, die sind doch doof. Was ist das denn? Dass die ganze Zeit einfach jedes Mal offline gehen. Aber ich meine, gut. So müssen wir nicht nochmal zum Gefängnis. Hör hier irgendwo einen Taser? Irgendwer benutzt einen Taser? Vorne. Achso, da ist jemand. Da wird jemand verhaftet. Okay. Was macht der denn da? Oho, hier ist jemand. Oh, da. Warte, warte, warte. Jetzt kriege ich den. Ja. Oh, ich habe seine Reifen kaputt gemacht. Na also. So, und jetzt ganz schnell hinterher. Zum Glück bin ich mit dem Auto. Hier sind aber ganz viele Polizisten unterwegs. Okay, dann machen wir mal. Wo ist der da hinten? Der kann zum Glück jetzt nicht mehr so gut fahren, weil einfach seine zwei linken, seine beiden linken Reifen kaputt sind durch meinen Stopstick. So, da, genau. Da hat man es gesehen. Okay, ich bin ganz dicht an dem Rand. Ich kann ja nicht die ganze Zeit so weiterfahren. Und einmal. Nein, das hat nicht so gut geklappt. Okay, dann. Wollen wir mal. Ja, der ist halt schneller auch noch als ich. Obwohl ich ihm die Reifen kaputt gemacht habe. Aber egal, ich. Fast wurde ich jetzt auch noch geblitzt. Aber ich fahre dem jetzt einfach die ganze Zeit hin und her. Ich habe eh noch ganz viel Sprit. So. Vielleicht schaffe ich das ja auch, ihn irgendwie zu crashen. Ah, das ist aber ein bisschen schwierig gerade. So, okay. Vielleicht, wenn er gleich versucht, rechts abzubiegen. Aber es ist ein bisschen schwierig gerade. Ja, wobei... nein! Ach, jetzt hat der... Oh, was, verdammt! Das darf doch nicht wahr sein! So, jetzt nochmal... Ich mache jetzt auch die Sirene an. Alles klar, Verfolgungsjagd hier. Oh, wo fährt der hin? Okay. Was macht der denn? Oh nein! Nein! Als ob das jetzt nicht geklappt hat. Was passiert? Was ist passiert? Hä? Habe ich kurz gelaggt? Okay, ich glaube. So.
So, okay, dann fahren wir dem jetzt einfach mal hinterher. Weit kann er ja nicht kommen mit seinem kaputten Auto. Okay, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Wo ist der hin? Ich glaube, ich habe den verloren. Kann das sein? Sirene mal ausmachen, sonst sieht er mich ja. Oder weiß, von welcher Seite ich komme. Nicht, dass er sich hier irgendwo versteckt hat. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Boah, dann hat er es echt geschafft jetzt. Oh, ich sehe aber auch, ein Officer ist down. Es ist aber ein bisschen weit weg. Wir fahren jetzt einfach mal da entlang. Ist er da hinten? Nee, das ist der ADAC-Fahrer. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal ganz schnell weiter geradeaus und dann da vorne links. Unterm Juwelier, da müssen wir hin. Da wird nach Verstärkung gerufen. Hier und dann so. Oh nein, Mann! Oh, das Auto ist fast kaputt gegangen. Oh, oh, ganz, ganz gefährlich. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, sonst kann ich gleich nicht mehr weiterfahren. Ist natürlich dann ziemlich, ziemlich kontraproduktiv, weil wir dann ja auch nicht zum Gefängnis kommen. Was ist hier denn los? Oh nein! Warte mal. Ach, nein, ich hab's nicht geschafft. Weil ich bin echt noch nicht so gut im Festnehmen hier einfach ganz schnell aus dem Auto. Echt gar nicht mal so einfach. Vor allem, es nervt mich, dass ich so viele Sachen habe irgendwie. Ich muss mal die meisten Sachen ablegen. Ich meine, wofür brauche ich die Polizeikelle oder so? Oder den Schlagstock oder die Taschenlampe, das benutze ich halt alles gar nicht. Ich brauche nur die Waffen und das war's eigentlich. Und den Taser und Stoppstick. Hey. Will er mich jetzt noch veralbern oder was? Oh, das ist halt heftig mit den schnellen Autos. Ja, dann brauche ich dem auch gar nicht hinterherfahren, wenn ich den gar nicht einholen kann, gar nichts. Mein Auto ist kaputt gegangen. Mann, Leute. Okay, ich sehe, da hinten ist ordentlich was los. Ich glaube, ich gehe da mal lieber hin und guck. Okay, okay. Alles klar. Und Stoppsticks, nein, nicht geschafft. Oh Mann, er ist entkommen. Ja, egal. Ich habe das Gefühl, dass als SEK die Autos so ein bisschen rumbuggen. Kann das sein? Ich habe richtig häufig Probleme. So, okay, ist er Krimineller? Er ist kein Krimineller. Doch, jetzt ist er kriminell, weil er mich gerade geschlagen hat. Jetzt wird er gesucht, okay. Na, dann wollen wir mal hinterher. Aber der ist halt zu schnell. Ah, stimmt. Seine Reifen sind ja kaputt. Okay, das ist schon mal ganz gut eigentlich. So. Nein. Oh. So, jetzt habe ich den erwischt. Den Lambo-Fahrer hier. So, na also, geht doch. Nehmen wir direkt mal mit und verhaften den. Endlich mal eine anständige Verhaftung hier. So, ich glaube, da ist schon sein Kollege, der, oder? Nee, doch nicht. Gut. Gefängnis ist da vorne. Einfach mal geradeaus. Tja, das kommt davon, wenn man einen Polizisten schlägt. So, okay. Und verhaften hier. Festnehmen. So, ta-da-da-da. Und rein mit dir. Und abgeliefert. Sehr gut, Freunde. Ja gut, Freunde, ich glaube, das war's dann aber auch schon mit diesem Video. Ich würde mich noch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.